dieser Spaßfaktor, mit dem man immer lachen kann. Ein großer Brauner halt, also. Also wenn du einen 2 Meter großen Tanzbären da in der Mannschaft hast, ist auch nie langweilig. Ja. Ah, da gibt es viele Geschichten über den. Ja, auch ein Chaos einfach für mich, der bei Bartschel ist. Einer der besten Handballer in Österreich. Der Verein Bad Fünfhaus, damals haben sie statt dem Turnunterricht ein Training gemacht. Und da haben sie sofort mein Talent entdeckt. Ich war damals weiters etwas bummeliger, habe Bewegungstherapie gebraucht und habe dann somit dann auch zum Handballspiel angefangen. Weil es eigentlich hat es mir immer mehr am linken Aufbau gefallen, bis mir dann gesagt hat, als Linkshänder muss man eigentlich am rechten Aufbau spielen. Und dann habe ich mich dann am rechten Aufbau überplatziert. Der Mur. Nein, der heißt Martin. Das darfst du nie vergessen. Ja, das ist eben auch so eine Geschichte, da sind wir uns nicht ganz einig. Am Anfang habe ich nicht genau gewusst, was eigentlich Mur heißt. Deswegen war es mir wurscht. Und das hat sich ganz lieber angehört. Ich gehöre zu den routinierteren Spielern. Ich sollte eigentlich schon das Spiel verstehen. Ich spiele hinten Mitte eigentlich aggressiv Deckung und vorne im Angriff, wenn ich einmal aus der Bewegung kommen soll, dann funktioniert es eigentlich auch ganz gut mit Wurf und kann das Spiel eigentlich lesen. Vom Potenzial und vom Körper vor allem, von der Größe und von der Stärke ist er für mich einer der besten Handballer in Österreich. Ein Linkshänder, ein bisschen der Susi ist er halt. Die Mama ist aus Polen, der Papa ist aus Ägypten, getroffen haben sie sich in Frankreich und sind dann nach Wien gezogen. Und zu Hause haben sie sich halt Französisch verständigt. Er ist auch ein unglaublich leibender Typ. Also er ist eher so weniger der Typ, wo ich jetzt sage, mit dem mache ich jetzt ernste Gespräche, sondern eher der, wo ich sage, okay, Samstagabend gehen wir pressen und das war's. Tierarzt. Also ich war immer oder bin auch immer noch eigentlich einer, der sehr gerne Tiere um sich hat. Ich habe zu Hause selber 2 Katzen. Also 2 Prüfungen fehlen mir noch. Die möchte ich dann so schnell wie möglich absolvieren und dann irgendwann mal stehe ich dann im weißen Kittel da und verkaufe da was. Ja, ah, da gibt es viele Geschichten über den. Aber mir sind die Geschichten jetzt leider komplett entfallen.